Bodenschutz ist Klimaschutz, weil Siedlungsqualität, die Qualität in der Siedlung, ganz viel mit Grieräumen, mit Freiräumen zu tun hat, weniger Bodenversiegelung und in dem Sinn die Durchlässigkeit des Bodens stärken, die Bodenqualität fördern und das wiederum dient dem Klimaschutz. Das ist ein schönes Beispiel für die Biodiversität in der Stadt. Also es hat Pflanzen, Grieräume, ist aber nicht einfach so auf den Asphalt gestellt, sondern man hat den Asphalt auch bewusst aufgebrochen für das Zeichen. Es braucht Durchlässigkeit, weniger versiegelte Flächen, dass auch der Wasserkreislauf funktioniert. Ganz wichtige Massnahmen auch im Hinblick auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Schweizer Raumplanungsverband, da sind alle Kantone Mitglied und rund die Hälfte von der Gemeinde und wird die eigentlich beraten und begleiten bei der Siedlungsentwicklung.